Jo Leute, was geht? Willkommen zu neuen D-Vlog. Und ja, wie geht's auch immer? Ist cool. Ich habe jetzt gestern mein AskFM ein bisschen durchgeschaut. Da wurde ich gefragt, ob ich nicht ein AskFM Beantwortungsvideo machen sollte. Und ich habe mir gedacht, ja, ey, das ist eigentlich eine geile Idee. Darum werde ich jetzt in diesem Video die ganzen Fragen jetzt hier in diesem Video beantworten. Viel Spaß! Die erste Frage ist, kannst du bitte mit einem Bild posten, wie du jetzt aussiehst? Was wird deiner Meinung nach die nächste Technik Innovation? Technik-Innovation. Die Google Glasses wird es sein. Mal gucken, was dieses bringt. Das wäre richtig. Fresh! Wie oft siehst du deine Freundin? Ich habe keine Freundin. Ich bin seit 3 Jahren stolzer Single. Facebook, Twitter, Instagram oder lieber Tumblr? Facebook habe ich, bin ich sehr aktiv. Twitter habe ich, bin ich jetzt seit neuestem aktiv. Instagram immer aktiv. Und Tumblr. Ich bin nicht so der Tumblr-Typ, ich bin nicht so der Typ, der so andere Bilder von anderen einfach repostet oder das ist einfach so. Wer kommt alles am Samstag, weißt du schon? Da fragt mich jemanden aus München, weil wir haben diesen Samstag das YouTuber-Meeting im Café Netzwerk und da werden halt alle Münchner YouTuber kommen. Es sind schon 13 Leute, die ihm zugesagt haben und an sich so nicht so im Schirm, wer alles kommen wird. So sagen, ich lasse mich überraschen und ich bin dabei. Würdest du mal einen Song schreiben? Ich habe früher Songs geschrieben, wo ich noch in der Producer-Zeit noch, wo ich halt andere Artisten recorded habe. Aber heutzutage eher selten oder weniger. Überhaupt nicht. Wieso fährt fast jeder YouTuber Longboard? Da fragst du den Falschen. Keine Ahnung, weil es jemand so zum Trend gemacht hat. An sich, Longboard gab es ja schon früher. Nur es gab halt niemanden, der sozusagen das Vorzeigevorbild ist, der sowas fährt. Wie ich so mitbekommen habe, hat es umgespielt, halt der Simon, er hat es zum Trend gemacht, dadurch, dass er selber Longboarder ist. Würdest du deinen Zuschauern einen Namen geben, also wie umgespielt Ungeheuer? Habe ich mir so an sich noch keine Gedanken gemacht. Wirklich nicht. Makalulu Army? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schreibt es in den Kommentaren, wie ich euch nennen soll. Wäre interessant zu wissen. Gibt es etwas, was du nicht kannst, aber gerne lernen möchtest? Eigentlich vieles, so, keine Ahnung, so Kleinigkeiten halt. Vielleicht alles, was mich interessiert, würde ich gerne lernen. Und das mache ich dann auch. Weil vieles habe ich mir auch selbst beigebracht und somit ist auch vieles passiert. Lotti hatte hier einen Kommentar erwähnt. Lotti, jetzt bist du immer mit dem D-Vlog. Nächste Frage. Hast du auch so viele Karten in der Geldbörse? Payback? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur meine AOK-Karte, meinen Führerschein, Visa und meine EC-Karte. Mehr ist es nicht. Die nächste Frage ist 10 neue Fakten über dich. Dazu würde ich wahrscheinlich noch einen neuen D-Vlog machen, sozusagen. Werde ich jetzt gleich heute nicht beantworten. Würdest du auch mit jemandem aus einem anderen Netzwerk einen Collab machen? Natürlich würde ich es machen, weil was interessiert mich sein Netzwerk? Ich will ja mit der Person einen Collab machen, nicht mit dem Netzwerk. Die nächste Frage ist, kannst du das 10 Finger tippen? Ich kann das 10 Finger jetzt tippen. Oder wie meinst du das? Wahrscheinlich meint sie, ob ich mit 10 Fingern schreiben kann. Zu sagen, ja, kann ich. Zum Beispiel, ich könnte jetzt einfach hier. So mit dem 10 Finger blind. Weißt du, ob Mark, Kick, Snapchat oder Askart? Du bist der Beste. Dankeschön. Kick, keine Ahnung. Snapchat, ja, aber benutze, glaube ich, selten. Ask, ja. Hab aber keine Ahnung, wie er im Ask heißt. Aber warum fragt ihr mich das? Wieso fragt ihr ihn nicht persönlich? Ich bin ja nicht sein Sekretär oder so. Das waren jetzt die Fragen vom AskFM. Die werde ich jetzt auch noch schriftlich beantworten. Und somit war es jetzt vom Daily Vlog. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Und kann ich euch ein bisschen erzählen, was ich heute so getrieben habe. Und ja, in diesem Sinne, ciao!